Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, vom Persönlichkeitsprofil, vom politischen Profil, von der Art und Weise, wie er über andere Menschen redet, in Donald Trump sehr viel Hoffnung zu sehen. Das Einzige, was man vielleicht erkennen kann, ist, dass das russisch-amerikanische Verhältnis schlechter nicht mehr werden kann, als es unter der letzten Administration geworden ist, sodass man fast naturgemäß sagen kann, es kann ja nur besser werden. Es gibt eine kleine Nebenhoffnung, dass vielleicht die beiden Personen, Wladimir Putin und Donald Trump, eine Ebene finden, manches zu entkrampfen. Vielleicht findet es statt.